Sehr geehrter Herr Generalsekretär, lieber Jens, schön, dich hier im Kanzleramt willkommen zu heißen. Du bist ein häufiger Gast. Gestern erst warst du hier und ein gern gesehener Gast. Erst gestern Abend, wie gesagt, haben wir beide gemeinsam mit dem norwegischen Ministerpräsidenten Jonas Gahr Støre ein sehr gutes Gespräch beim Abendessen gehabt. Heute nun haben wir unser Gespräch bilateral fortgesetzt. Im Zentrum standen, wie sollte es in diesen Zeiten auch anders sein, der weitere Umgang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und seine Folgen. Klar ist, gemeinsam mit unseren Verbündeten in der NATO, in der Europäischen Union und weit darüber hinaus unterstützen wir die Ukraine dabei, sich zu verteidigen. Und wir werden unsere Unterstützung fortsetzen, solange es nötig ist. Politisch, finanziell, humanitär und auch weiter mit der Lieferung der notwendigen Waffen. Russland darf und wird diesen Krieg nicht gewinnen. Klar bleibt auch, und daran halten wir fest, dass die NATO nicht selbst Kriegspartei wird, denn das würde zu einer Eskalation mit unübersehbaren Folgen für den gesamten Planeten führen. Die Tatsache, dass Putins Russland die Grenzen in Europa mit Gewalt verschieben will, hat vielen bei uns noch einmal bewusst gemacht, wie wichtig die transatlantische Allianz ist. Die NATO ist und bleibt der zentrale Garant unserer kollektiven Sicherheit. Der NATO-Gipfel im Sommer in Madrid war dabei ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg, die Allianz auf die aktuellen und künftigen Bedrohungen unserer Sicherheit auszurichten. In Umsetzung der Gipfelbeschlüsse arbeiten wir nun an den Plänen zur Verteidigung des Bündnisgebietes. Wir entwickeln die Grundlagen für die NATO-Streitkräfteplanung für die kommenden Jahre. Wir gehen drängenden Themen wie der Bevorratung von Munition und Fragen zum Schutz kritischer Infrastruktur an. Bis zum nächsten NATO-Gipfel hoffe ich, dass wir Finnland und Schweden auch formal als neue Alliierte begrüßen können, so wie wir dies alle gemeinsam in Madrid beschlossen haben. Für Deutschland ist dabei außerdem klar, unsere Verpflichtungen in der Allianz gelten ohne Wenn und Aber für jeden Alliierten, für jede Bedrohung und jeden Fußbreit des Bündnisgebietes. Deutschland engagiert sich bereits jetzt substanziell beim Schutz der Ostflanke der NATO, zum Beispiel mit rund 1000 Soldatinnen und Soldaten in Litauen und einer explizit designierten Brigade in Deutschland zur Verteidigung von Litauen, mit Eurofightern zur Luftraumüberwachung im Baltikum und mit dem Patriot-Luftverteidigungssystem in der Slowakei. Zusätzlich hat die Bundeswehr in diesem Jahr mehr als 14.000 Soldatinnen und Soldaten für die NATO Response Force bereitgehalten. Nächstes Jahr werden es 17.000 Soldatinnen und Soldaten sein, wenn Deutschland in bewährter Kooperation mit Norwegen und den Niederlanden in der NATO-Speerspitze BGTF besondere Führungsverantwortung übernimmt. Und lieber Jens, die Bundeswehr wird ihren Einsatz zum Schutz des Bündnisgebietes weiter steigern. Von 2025 an ist geplant, der NATO 30.000 deutsche Soldaten und Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft zur Verfügung zu stellen. In meiner Rede in Prag vor einigen Monaten habe ich auf den Nachholbedarf bei der Luftverteidigung in Europa hingewiesen. Dabei haben wir die European Sky Shield-Initiative entwickelt. Sie dient der Stärkung des europäischen Pfeilers der NATO und ich freue mich, dass sich bereits 15 Alliierte unserer Initiative angeschlossen haben. Der NATO-Generalsekretär und ich haben uns auch über die Sicherheit von kritischer Infrastruktur, vor allem in der Nordsee, unterhalten. Die Nord Stream-Sabotage hat gezeigt, dass wir die Risiken für unsere Energieinfrastruktur völlig neu bewerten müssen. Das gilt ganz besonders in der Nordsee. Hier wollen wir gemeinsam mit unseren Verbündeten und Partnern tätig werden. Wir waren uns heute einig, genauso wie gestern im Austausch mit dem norwegischen Premier, dass dieses Vorgehen international bestmöglich koordiniert werden muss. Die NATO sollte hierfür der erste Ansprechpartner sein, aufgrund ihrer Expertise, ihrer Fähigkeiten und ihres Auftrags. Deutschland würde es daher begrüßen, wenn die NATO eine deutlich stärkere koordinierende Funktion übernimmt für die Sicherheit der kritischen Infrastruktur auf dem Meer. Die NATO kann hier eine wichtige Schnittstelle sein, um die verschiedenen relevanten Akteure zu koordinieren, ein gemeinsames Lagebild zu erstellen und einen gemeinsamen Handlungsrahmen zu schaffen für die Alliierten und die Küstenanrainer mit deren jeweiligen Militärs, Polizeien
Küstenwachen und den privaten Betreibern der Infrastruktur. Alle diese Aufgaben gehen wir im Bündnis gemeinsam an. Und ich bin dankbar für die gute Zusammenarbeit in der NATO, für die du, Jens, wie kein anderer stehst. Herr Bundeskanzler. Gespräch heute. Und last but not least, ich danke dir für die wichtige Führungsrolle und deine Verpflichtung gegenüber dem transatlantischen Bindeglied und gegenüber der NATO. Russlands völkerrechtswidriger Krieg gegen die Ukraine schafft jeden Tag neues Leid. Der Winter ist angebrochen und Russland bombardiert das Energienetz, die Energieinfrastruktur der Ukraine, versucht die Menschen zum Tod durch Erfrieren zu bringen oder zur Aufgabe infolge von Kälte. Der Krieg wird als Waffe eingesetzt und wir dürfen nicht zulassen, dass er gewinnt. Zu diesem kritischen Zeitpunkt ist unsere fortgewährende Unterstützung für die Ukraine von größter Bedeutung. Die NATO ist keine Kriegspartei. Wir lassen uns nicht in diesen Krieg von Putin hineinziehen. Wir stehen an der Seite der Ukraine, wenn es darum geht, sein Recht auf Selbstverteidigung auszuüben, wie es auch in der Charta der Vereinten Nationen enthalten und niedergelegt ist. Und ich danke Deutschland für seine wichtige Rolle. Deutschland gehört zu den Bündnismitgliedern, die das höchste Maß an militärischer, finanzieller und humanitärer Hilfe für die Ukraine bereitstellt. Militärisches Gerät, das die Bundesrepublik bereitgestellt hat und bereitstellt, schützt die Wohnungen, die Schulen und Krankenhäuser in der Ukraine vor russischen Raketenangriffen. Die Waffenlieferung Deutschlands haben Leben gerettet und sie leisten einen Beitrag zu der Unterstützung dieses Engagements, damit die Ukraine auch weiterhin unabhängig bleiben kann. Wir wissen, dass unsere Unterstützung für die Ukraine einen Preis mit sich bringt. Die Preise für Nahrungsmittel und Strom sind deutlich gestiegen und macht es für viele nicht leichter. Wir aber zahlen dafür einen Preis in Geld, hingegen die Ukrainer zahlen dafür mit ihrem Leben. Und wenn Putin diesen Krieg gewinnt, dann wird das andere autoritäre Führer ermutigen, auch ähnliche Mittel einzusetzen, um ihre Ziele zu erreichen. Und das würde die Welt gefährlicher machen und wir alle würden anfälliger und verletzlicher werden. Die Aufgabe der NATO ist somit, die Ukraine zu unterstützen und eine Eskalation des Krieges über die Ukraine hinaus zu verhindern. Dies tun wir, indem wir an die Adresse Moskaus eine klare Botschaft schicken, dass wir einander verteidigen werden. Deshalb haben wir unsere Präsenz im östlichen Teil des Bündnisses auch verstärkt. Deutschland führt den Gefechtsverband der NATO in Litauen an, trägt zur Luftverteidigung in der Slowakei bei und nimmt an der Luftraumüberwachung über dem Baltikum teil. Zu diesem entscheidenden Moment für die europäische Sicherheit ist die Rolle Deutschlands von großer Bedeutung. Ihre Rede im Bundestag im Februar dieses Jahres war von historischer Bedeutung. Das war ein echter Wendepunkt. Mit der Zeitenwende hat Deutschland in ungeahnter Weise die Ukraine unterstützt und die Bündnismitglieder der NATO verteidigt. Ich begrüße die Tatsache, dass Sie einen Sonderfonds eingerichtet haben zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben und damit Finanzierung bereitstellen für Flugzeuge, Hubschrauber, Schiffe der fünften Generation sowie weitere kritische Fähigkeiten bereitgestellt haben. Wir haben, und darauf wies du hin, auch über die potenzielle Gefährdung der Infrastruktur auf dem Meer diskutiert. Die Pipelines unter dem Meer sind Arterien für die NATO. Strom und Daten werden auf diese Art und Weise transportiert. Und die jüngsten Sabotageakte gegen die Nord Stream Pipeline haben uns alle bewusst gemacht, wie gefährdet und verletzlich diese Infrastruktur ist. Deshalb hat die NATO auch die Anzahl der Schiffe verdoppelt, die die Nordsee und die Ostsee patrouillieren. Und wir haben die geheimdienstlichen Erkenntnisse auch verstärkt untereinander ausgetauscht. Aber wir müssen mehr leisten, um diese lebenswichtige Infrastruktur zu schützen. Und deshalb begrüße ich die deutsch-norwegische Initiative zur Errichtung eines Infrastrukturzentrums zum Schutz der Infrastruktur unter dem Meer. Ein solches Zentrum
ermöglicht uns, ein besseres Lagebild zu erstellen, unsere Verwundbarkeiten aufzuzeigen und zerstörerische Maßnahmen gegen diese Infrastruktur unter dem Meer abzuschrecken. Herr Bundeskanzler, lieber Olaf, ich danke dir noch einmal für deine deutliche Unterstützung und deine Verpflichtung gegenüber dem Bündnis. Ich danke dir. Ich habe eine Frage zum Thema Patriot an den Generalsekretär zunächst. Sie haben argumentiert, dass die einzelnen NATO-Staaten selber entscheiden können, wo ihre Patriot-Systeme eingesetzt werden. Die Bundesregierung argumentiert, dass das im NATO-Verbund geklärt werden muss, weil die Patriot-Systeme natürlich auch Teil der gemeinsamen NATO-Luftverteidigung sind. Deswegen hätte ich ganz gerne von Ihnen Aufklärung, wie das jetzt eigentlich von Ihnen gemeint war. Ist die NATO einverstanden, dass Patriot-Systeme in der Ukraine stationiert werden? Und Herr Bundeskanzler, Sie haben ja auch die letzten Tage noch mal betont, dass das Angebot an Polen steht. Aber ich hätte ganz gerne noch mal konkret gefragt, wenn die USA ihre Zustimmung geben, wäre die Bundesregierung, wären Sie bereit, diese Patriot-Systeme dann auch in der Ukraine zu stationieren? Zunächst möchte ich die Bundesrepublik würdigen, den Beitrag, den sie leisten, indem sie diese Systeme zur Verfügung stellen wollen. Das macht deutlich, in wie vielfältiger Weise Deutschland Beiträge leistet zur Verteidigung ihrer und seiner Bündnispartner. Dies ist ein weiteres Beispiel für die deutsche Führungsrolle in unserem Bündnis und seine Verpflichtung gegenüber der Stärkung, der Abschreckung und Verteidigung der NATO. Wir befinden uns hier in einem ständigen Dialog auch mit Polen, der noch nicht beendet ist. Ich glaube, es ist wichtig, dass man hier die Diskussion über diese drei Patriot-Systeme, die Deutschland Polen angeboten hat, um den polnischen Luftraum zu schützen, zu trennen und getrennt zu betrachten von der Verteidigung der Ukraine. Wir sind uns ja alle der Tatsache bewusst und einig dahingehend, dass wir der Ukraine dringend Luftverteidigungssysteme zur Verfügung stellen müssen. Die Bundesrepublik hat ja bereits mehrere wichtige, kritische Luftverteidigungssysteme der Ukraine zur Verfügung gestellt. Da denke ich zum Beispiel an das Iris-T-Luftverteidigungs-Luftabwehrsystem. Die Bündnismitglieder sind bereit, noch mehr Luftverteidigungssysteme und Luftabwehrsysteme zur Verfügung zu stellen. Aber man muss auch begreifen, dass es ja nicht nur um die Lieferung neuer Abwehrsysteme geht, sondern es geht auch sehr darum, dass die Systeme, die man bereits ausgeliefert hat, eingesetzt werden können. Munition muss vorhanden sein, Ersatzteile müssen da sein und Instandsetzung muss geleistet werden. Deshalb muss man die Frage dieser drei Systeme, die Polen angeboten wurden, von dem großen und umfassenderen Thema trennen, sicherzustellen, dass die Bündnismitglieder der Ukraine Luftabwehrsysteme zur Verfügung stellen. Deutschland hat schon sehr viel geleistet und gehört zu den größten Gebern hier. Und wir müssen nun sicherstellen, dass die Systeme, die bereits vor Ort sind, tatsächlich auch funktionieren und eingesetzt werden, dass wir die Ersatzteile haben und die Instandhaltung vornehmen können. Verändert da. Wir sind bereit, Polen Sicherheit zu stärken, indem wir dort die Patriots stationieren. Und wie ja auch schon der Generalsekretär gesagt hat, die Diskussion in Polen über die Frage ist ja noch nicht beendet. Herr Bundeskanzler, NATO-Generalsekretär Stoltenberg hat es heute Morgen gesagt auf der Sicherheitskonferenz, jetzt gerade eben nochmal, die bereits in die Ukraine versandten Systeme brauchen vor allem ausreichend Munition. Nun haben wir hier in Deutschland gerade eine heftige Diskussion darüber, dass es an Munition mangelt. Die Verteidigungsministerin hat, das ist heute Morgen bekannt geworden, einen Brief geschrieben an den Finanzminister, dass sie mehr Geld bräuchte für ausreichend Munition. Der hat gesagt, es gibt ausreichend Geld. Wie steht es denn jetzt gerade um die Munitionsbeschaffung in Deutschland? And dear General Secretary, Herr Generalsekretär, was erwarten Sie von der Bundesrepublik, was die Munitionsbereitstellung anbetrifft? Um sehr klar zu sein, wir haben in den letzten Jahrzehnten falsche Weichen gestellt, wenn es um die Munitionsversorgung der Bundeswehr geht. Das stellen wir jetzt ganz konkret fest, wie wichtig das ist, dort eine ständige Nachschubversorgung gewährleisten zu können, nicht nur wegen des Krieges in der Ukraine, sondern auch, weil wir ja unsere eigenen Zahlen betrachten. Und die Verteidigungsministerin ist jetzt sehr engagiert dabei,
diese Missstände der letzten Jahrzehnte zu beseitigen. Das ist keine einfache Operation, weil es ja nicht nur darum geht, ganz kurzfristig etwas zu erreichen, sondern auch längerfristig darum gehen muss, dass wir eine ausreichende, ständige Versorgung mit der Munition für unsere genutzten Waffensysteme haben. Und ich kann Ihnen versichern, sie tut alles dafür, dass das auch gelingt, und es wird auch gelingen. Die Ukraine braucht mehr Munition. Und das ist offensichtlich, das haben Sie mehr als einmal gesagt, denn dieser brutale Ermüdungskrieg bringt mit sich einen hohen Verbrauch an Munition. Und deshalb stellen ja die Mitglieder des Bündnisses mehr Munition zur Verfügung. Sie haben bereits viel zur Verfügung gestellt und sie stellen weiterhin Emotionen in großem Maße zur Verfügung. Die Art und Weise, wie Sie das bisher getan haben, erfolgte so, dass Sie die bestehenden Lagerbestände natürlich geleert haben. Und langfristig kann man das nicht unbegrenzt fortsetzen. Und deshalb haben ja auch die Bundesrepublik und ihre Partner sich an die Verteidigungsindustrie gewandt, damit die Produktion der Munition hochgefahren werden kann. Zum Teil, um die bestehenden Lagerbestände der NATO aufzufüllen, die wir ja auch für die Abschreckung und Verteidigung des NATO-Territoriums benötigen, aber auch um sicherzustellen, dass wir weiterhin der Ukraine Munition liefern können. Ich begrüße hier mit Nachdruck die Arbeit, die Deutschland und andere Bündnismitglieder getan und geleistet haben, mit dem Ziel der Sicherstellung, dass die Produktion von Munition hochgefahren wird, damit wir beide sicherstellen können, die Verteidigung und Abschreckung im Bereich der NATO und auch die Bereitstellung von notwendiger Munition für die Ukraine. Thanks a lot. I have a question for Mr. Eine Frage an den Generalsekretär, Herrn Stoltenberg. Die Mitglieder des Bündnisses haben gestern darüber diskutiert und sich darauf geeinigt, dass die Abhängigkeiten von China auch eine sicherheitspolitische Auswirkung haben. Und Sie sprachen über den Zugang Chinas zu europäischer Infrastruktur, wie zum Beispiel Häfen. Würden Sie sagen, dass Deutschland sich in die richtige Richtung bewegt, den richtigen Pfad verfolgt, wenn Sie an die Entscheidung denken, dass China ein Teil des Hafens von Hamburgs, einen Anteil dort erwerben kann in der Firma Cosco? China stellt eine Herausforderung für unsere Sicherheit, für unsere Interessen und unsere Werte dar, aber wir betrachten China nicht als einen Gegner. Und das sagen wir auch klar und deutlich in unserem strategischen Konzept, auf das sich alle Mitglieder des Bündnisses beim Gipfel in Madrid geeinigt haben. Das heißt, dass wir auch weiterhin Handel betreiben werden mit China. Wir werden auch weiterhin wirtschaftliche Beziehungen mit China pflegen. Und wir werden uns auch politisch mit China auseinandersetzen und Kontakte pflegen. Ich habe im Frühherbst mit dem chinesischen Ministerpräsidenten gesprochen und das haben ja auch die Bündnispartner getan. Aber gleichzeitig müssen wir uns der Tatsache bewusst werden, dass es potenzielle Abhängigkeiten und Verletzlichkeiten gibt. Als Bündnismitglieder müssen wir also Richtlinien definieren für unseren Umgang mit China und dieser möglichen Gefährdung unserer Abhängigkeiten bewusst sein und die Risiken auch kontrollieren. Denn letzten Endes ist es ja so, dass jedes Mitglied des Bündnisses für sich ein Gleichgewicht finden muss zwischen dem wirtschaftlichen Austausch mit China und dem Verhindern, dass man zu abhängig wird von in wirtschaftlicher Hinsicht und von zu sehr abhängig wird von dem Handel mit China. Es ist also letzten Endes eine deutsche Entscheidung, genauso wie es eine Entscheidung der anderen Bündnismitglieder ist.